Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Nahen Osten hört die Gewalt nicht auf. Gestern Abend sprengte sich ein Palästinenser vor einem Jerusalemer Café in die Luft. Weitere 11 Menschen wurden getötet, mindestens 50 verletzt. Israel kündigte an, seine Angriffe auf palästinensische Ziele zu verstärken. Als Reaktion auf die jüngsten Anschläge zerstörte die israelische Armee am Morgen das Hauptquartier von Palästinenserpräsident Arafat in Gazastadt. Die israelischen Militärschläge gingen auch heute weiter. Raketenangriffe auf das Hauptquartier des Geheimdienstes im Norden des Gazastreifens. Israel befinde sich im Krieg, verteidigte Sharon die Aktion. In der Nacht hatten über 30 Raketen Arafats Amtssitz in Gaza zerstört. Trotz Militäraktion, Sharon scheint aber auch einzulenken. Überraschend verzichtete er auf seine Forderung nach einer 7-tägigen Waffenruhe. Es ist sehr leicht, dass wir uns mit den Israelis über Sicherheit einigen, wenn eine Hoffnung auf eine politische Lösung besteht. In der Nacht hatte sich ein palästinensischer Selbstmordattentäter am Eingang dieses Nachtcafés in die Luft gesprengt. 11 Personen werden dabei getötet. Nur etwa 100 Meter weiter ist die Residenz von Regierungschef Sharon, der sein Amt mit dem Versprechen angetreten hatte, für die Sicherheit des Volkes zu sorgen. Wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo es gefährlich wird und wir die Chance nicht mehr aufschieben dürfen. In Netanya wird die 9 Monate alte Avia zu Grabe getragen. Das Baby war gestern bei einem bewaffneten Überfall von 2 Mitgliedern der Al-Aqsa-Brigaden getötet worden. Bescheidener Optimismus, aber auch Skepsis hier in Israel und in den autonomen Gebieten der Palästinenser. Während die Regierung Sharon mit Hilfe des amerikanischen Vermittlers Cini nur über einen Waffenstillstand verhandeln will, erwarten die Palästinenser konkrete politische Zugeständnisse. Sonst wird der Kampf weitergehen. Der künftige DGB-Chef Sommer will dem Gewerkschaftsbund eine neue Strategie geben. Der Stuttgarter Zeitung sagte er, nach seiner Wahl zum Vorsitzenden Ende Mai wolle er den DGB deutlicher positionieren, und zwar als Gegenpol zu den Arbeitgebern. Dieser Sommer, Lufthoheit der Arbeitgeber in sozial- und gesellschaftspolitischen Fragen müsse beseitigt werden. Auf dem Ostparteitag der SPD in Magdeburg hat Bundeskanzler Schröder den ostdeutschen Ländern weitere Hilfen zugesagt. Vor den mehr als 1000 Delegierten kündigte er zusätzliche Investitionen in den Bereichen Verkehr und Bildung an. Außerdem sprach sich Schröder dafür aus, das Lohnniveau im öffentlichen Dienst schrittweise anzugleichen. In einem gemeinsamen Leitantrag legten die 6 ostdeutschen Landesverbände ihre Forderungen für das SPD-Programm zur Bundestagswahl fest. Ein paar Unzufriedene empfingen den Kanzler und die Delegierten mit der Forderung gleicher Lohn für Ost und West. Ein Wunsch, der auf dem Ostparteitag der Sozialdemokraten auf offene Ohren stieß. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident hat eine Lohnangleichung bis 2007 vorgeschlagen. Mehr ist einfach nicht zu verkraften in unseren öffentlichen Haushalten. Wir müssen ja das meiste abfedern, dadurch, dass wir sozialverträglichen Stellenabbau betreiben. Dazu braucht man einfach diese Zeit. Der Ostparteitag verabschiedete Wahlziele für Ostdeutschland. Dazu zählen die Angleichung der Löhne, die Stärkung des Wirtschaftswachstums und des Mittelstands sowie eine bessere Infrastruktur. Der Kanzler versprach die Verwirklichung verschiedener Verkehrsprojekte. Ich sage hier sehr deutlich und sage das in Übereinstimmung mit dem Bundesverkehrsminister: Die A14 kommt, daran muss niemand Zweifel haben. Ich stimme mit dem Verkehrsminister überein und unterstütze ihn ausdrücklich in seiner Absicht. Diese Hochgeschwindigkeitsstrecke von Berlin nach Nürnberg wird jetzt gebaut. Bundestagspräsident Thierse warnte davor, bei den Bemühungen zum Aufbau Ost nachzulassen. Gefragt seien Zukunftsstrategien, um das Ost-West-Gefälle zu beseitigen. Wenn Gesetze mit dem Status quo West nur die Probleme Ost festschreiben, müssen wir sie ändern. Nach 12 Jahren Einheit ist vom Westen wahrlich nicht mehr so viel zu lernen. Von Magdeburg soll ein wichtiges Signal für den weiteren Aufbau Ost ausgehen, Richtung Zukunft. Noch immer sind die Lebensverhältnisse unterschiedlich in Ost und West.
SPD-Fraktionschef Struck ist Berichten entgegengetreten, wonach auch sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete in die Spendenaffäre der Kölner SPD verwickelt sind. Alle vier Parlamentarier aus Köln hätten ihm versichert, keine illegalen Spendenquittungen angenommen haben, so Struck. Auch habe er in Gesprächen keine Hinweise erhalten, dass SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem Kölner Umland solche Spendenquittungen erhalten hätten. Mit der Spendenaffäre in Köln befasst sich auch die Sendung Sabine Christiansen um 21.40 Uhr. Zu Bestechungsvorwürfen gegen rund 1000 Krankenhausärzte hat sich Bundesgesundheitsministerin Schmidt geäußert. Sie forderte gegenüber Bild am Sonntag sofortige Aufklärung. Von 1997 bis 1999 soll der Pharmakonzern SmithKline-Beecham, heute GlaxoSmithKline, Geld an Mediziner gegeben haben, damit sie ein vergleichsweise teures Medikament des Unternehmens verabreichen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft München wird gegen Ärzte an mehreren hundert Kliniken im gesamten Bundesgebiet ermittelt. Die USA haben 400 Soldaten aus dem Kriegsgebiet bei Gardez im Osten Afghanistans abgezogen. Nach Militärangaben sollen die Soldaten mit neuen Waffen ausgestattet werden und voraussichtlich zum Kampfeinsatz zurückkehren. Die sogenannte Operation Anaconda werde fortgesetzt, bis die feindlichen Kräfte in der Region geschlagen seien, so ein Sprecher der US-Armee. In den Bergen sollen sich Taliban und Al-Qaida-Kämpfer verschanzt haben. Mehr als 500 sind nach US-Angaben in der vergangenen Woche getötet worden. US-Außenminister Powell hat bestritten, dass sein Land neuartige Atomwaffen entwickle. Das Verteidigungsministerium sei allerdings beauftragt worden, zu prüfen, wie vorhandene Waffen modifiziert werden könnten, so Powell heute. Zuvor hatten Zeitungen aus einem Pentagon-Dokument zitiert, wonach besonders kleine Atomsprengköpfe entwickelt würden, um etwa unterirdische Bunker und Labore wirkungsvoll zerstören zu können. In mehreren italienischen Städten haben Zehntausende heute erneut gegen die Regierung Berlusconi demonstriert. Vor den Gebäuden der Rundfunkanstalt RAI protestierten sie gegen den Einfluss des Ministerpräsidenten auf den Sender. La RAI non è di Berlusconi. Die RAI gehört nicht Berlusconi. Allein in Rom haben etwa 15.000 Menschen unter diesem Motto gegen die Einflussnahme des Regierungschefs auf den Sender demonstriert. Hände weg vom Fernsehen, ihr korrupten Diebe und Diener des Paten. Vor 10 Tagen hatte das Parlament ein Gesetz verabschiedet, demzufolge Berlusconis Vermögen, einschließlich der drei großen privaten Fernsehprogramme, nicht kollidiert mit seinem Amt als Ministerpräsident und dem damit verbundenen Einfluss auf die RAI. Nanni Moretti, einer von Italiens bekanntesten Filmregisseuren, hat die Menschenkette als Protestmittel wiederentdeckt, aus purer Verzweiflung, weil die Opposition im Parlament in der Versenkung verschwunden war. Jetzt ist auch sie auf den Protestzug aufgesprungen. Wir protestieren dagegen, dass die Freiheit der RAI eingeschränkt wird zugunsten eines Einheitssenders von Berlusconi. In insgesamt 14 Städten Italiens gab es heute Menschenketten um die jeweiligen RAI-Niederlassungen. Am kommenden Samstag sollen die Proteste gegen Berlusconi fortgesetzt werden. Für diesen Tag haben die Gewerkschaften zu einer Großkundgebung aufgerufen. In Barcelona haben mehrere hunderttausend Menschen gegen ein geplantes Wasserprojekt der spanischen Regierung demonstriert. Der Protest richtete sich gegen das Vorhaben, große Mengen Wasser aus dem Ebro-Delta in den trockenen Süden des Landes zu leiten. Der Bau der dazu notwendigen Staudämme soll bis 2008 abgeschlossen sein und etwa 23 Milliarden Euro kosten. Unterhalb der Kathedrale von Barcelona ein Meer von Demonstranten. Die Veranstalter sprachen von 400.000, die Polizei von der Hälfte. Symbolisch wollen sie der konservativen Regierung in Madrid einen Knoten in eine geplante riesige Wasserleitung machen. Röhren und Kanäle sollen dem Ebro-Fluss in Nordspanien Wasser entnehmen für das wasserarme Südspanien. Es geht um Rückendeckung der Europäischen Union, um Hilfe für die Umwelt. Der Norden werde austrocknen, sagt der Sprecher der Bürgerinitiativen. Ende der Woche tagen die EU-Staats- und Regierungschefs in Barcelona. Sie sollen das Projekt zu Fall bringen, indem sie Finanzhilfen verweigern. Europäisches Parlament und Umweltausschuss haben es schon abgelehnt. Die Europäische Union soll solche Wasserumleitungen nirgendwo in Europa finanzieren. So eine Vergewaltigung, jährlich Milliarden Kubikmeter Wasser umzuleiten, darf nirgendwo realisiert werden. Meint Spaniens sozialistische Opposition. 23 Milliarden Euro soll das 1000 Kilometer lange Leitungsnetz kosten, das Wasser an südliche Mittelmeerregionen abführen soll. Fertigstellung bis 2008. Der Konflikt spaltet seit Jahrzehnten Spaniens grünen Norden von Navarra bis Katalonien und die Gegend von Valencia bis Almería, also den trockenen Süden.
Übrigens besinnt sich Spanien erst jetzt mit einem neuen Gesetz auch auf das Wassersparen. Mehr als 25 Jahre nach dem Ende des Vietnamkrieges wollen die USA und Vietnam gemeinsam Spätfolgen des von der US-Armee eingesetzten Entlaubungsmittel Agent Orange untersuchen. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten beide Seiten in Hanoi. Um den gegnerischen Truppen die Deckung zu nehmen, hatten die USA im Krieg große Mengen Agent Orange versprüht. Vietnam machte das dioxinhaltige Entlaubungsmittel für Zehntausende von Missbildungen bei Neugeborenen verantwortlich.